Nun, herzlich willkommen zurück hier bei Deponia Doomsday. Ja, irgendwas ist schiefgelaufen, als wir unsere Sitzung einberufen wollten. Die sind alle verschwunden, aber ich habe noch so Gedanken. Ich war ja noch nicht in der Sauna. Vielleicht kann ich da nochmal hingehen. Huhu, jemand zu Hause? Nein! Nein? Ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen. Schnell, komm rein. Hier. Au, ist das eng. Und bah, so glitschig. Psst, jetzt. Sie sind noch da draußen. Wer ist da draußen? Fulox. Sie sind überall. Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das frage ich mich auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn. Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Ich wüsste einen Weg. Ach du... Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum Ältestenrat? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Gut, wir müssen also irgendwie das Gitter aufbekommen. Nur wie? Was kann ich hier alles machen? Elster Torres, Schweißperlen, Elster Deux, Armband, Oberkörper, Handtuch. Danke, aber meine Hände sind trocken. Schweißperlen. Hey, was tust du? Git. Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Ach so, hier auch noch Schweißperlen. Dann kann ich mit so... Glitschiger geht nicht. So, Wasserstelle. Ich weiß nicht wozu, aber... Jetzt haben wir hier Kohlen hingetan. Wozu? Hey, was tust du? Gitter. So bekomme ich das nie auf. Wie soll ich das Ding aufbekommen? Ich kann noch Kohle herausnehmen. Hier ist nichts. Hey! Git! Mein Oberkörper habe ich schon eingerieben. Kann ich den vielleicht verjagen Kohle auf sein Handtuch schmeiße. Danke, aber meine Hände sind trocken. Was tust du? Ich lote unsere Optionen aus. Nun, das war keine. Na, abwarten. Vielleicht fängt er an zu brennen. Das macht er nicht. Das auch nicht. Komm. Das auch nicht. Was tust du? Ich lote. Nun. Das geht auch nicht. Ich bin so gut in Form. Ich schwitze nicht mal. Was für eine Weichbirne. Git.
Ah, wir haben hier noch das Armband, ne? Zu weit. Zu weit. Okay, das geht. Hey, findest du das lustig? Jetzt habe ich ihn festgebunden. Und wenn ich jetzt die Kohle ins Gemächt schmeiße... Jetzt jammer doch nicht. Da, der Weg ist frei. Na dann, nichts wie raus hier. Na dann los. Himmel, oh. Sie sind überall. Jetzt haben es brennt. Zinkel entdeckt. Schnell, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Da geht der Waffenstand. Wir sind nackt. Oder fast. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Hier ist die Hölle los. Wissen wir schon. Also müssen wir auf jeden Fall die Notfallkonsole finden hier. Notfallkonsole. Hallo, Blumentopf. Wie geht denn das jetzt? Irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcodefach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Warte, das krieg ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Wir glauben an dich. Oh, der Blattgoldwald brennt. Gut machst du das. Komm schon. Gut machst du das. Und nun? Sie haben die Sushi-Fontäne entdeckt. Komm schon. Du schaffst das. Jetzt! Yes. Da, ich hab die Codes. Zu spät! Sie klettern die Mauern hoch! Schnell! Lies vor! Ich kann da nichts drauf lesen. Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Liftschacht! Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruchcodes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Oh. Sie haben mein Bein! Ja. Beeilung! Hä? Dann dreh herum. Da! Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell, nicht so schnell! Was haben wir jetzt wieder? Zeitreset? Nein! Ich will nicht alles nochmal machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Goal? Ja. Du darfst nicht. Jetzt reicht's mir aber. Wer bist du? Hat dich mein Vater in Jack? Und das haben wenn er mir. Scheiße nochmal. Oh. Hilfe. Warum sind die da? Ich bin am Ziel und es ist... Wie umgehe ich das Ganze denn jetzt? Ich komme nicht an den Fahrstuhl. Hier ist auch nichts. Und wenn ich die Zeit einfach abwarte, bis Goal weg ist?
Aber dann sind die ja trotzdem im Fahrstuhl, oder? Ich guck da mal aufs Terminal, genau. So, Gold ist jetzt gleich weg. Jetzt. Keiner da. Hä? Hilfe! Wie lange will er denn? Das gibt doch. Was haben wir noch im Inventar? Wir haben die Monster-Fußpantoffeln. Ich nehme den Helm jetzt mit, wenn's recht ist. Sind Sie immer noch da? Ich nehme den Helm jetzt mit, wenn's recht ist. Sind Sie immer... Ja, bin ich. Sonst haben wir hier nichts, was wir machen können, oder? Ich will meine zweite Chance, ein Genozidplan. Haben wir hier noch was? Bilder? Den Flügel natürlich wie gehabt noch. Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. So, nochmal. Kann ich den vielleicht hier? Hallo? Geht das so? Interface erkannt. System verbunden. Willkommen, Herr Oberkontrollrat. Es wurden neue Notfallüberbrückungsoptionen hinzugefügt. Wenn Sie die Elysium-Selbstzerstörung aktivieren wollen, klicken Sie einfach auf das fitzige Atompilz-Symbol. Ihr Elysium-Sicherheitsprotokoll wünscht Ihnen einen schönen Tag. Was? Ja. Nennen wir das mal Plan P. P wie pur im Todfall. Verdammt, warum habe ich N schon für meine Wochenendpläne vergeudet? Keiner da. Vielleicht ich schneller sein müssen. Ich probiere es nochmal jetzt, und versuche ein bisschen schneller zu sein. Ich kann jetzt eine Zeitschleife herausfordern. So, und nochmal von vorne. So, nehmen wir den Helm mit, gehen raus. So, Terminal, Helm. System. Willkommen, es wird in dir. Nein. Aha. Goal? Da spielst du wieder Kontrollrad. Ich sag. Ja. Ich gehe campen. Von wegen. Ich weiß, dass du vorhast, Kletus nach Deponia zu begleiten. Aber daraus wird nichts. Du wirst hier bleiben. Verstehst du? Ach ja? Warum sollte ich? Du hast Hausarrest, weil ich zerbiete. Und die Geist doof ist. Oh, ja. Okay. Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere. Bitte was? Okay, ich kann dich nicht mehr ernst nehmen. Mach, was du willst. Ich rede nicht mehr mit dir. Code eingeben. Hey, was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein, wie versprochen. Das wagst du nicht. Na dann pass mal auf. Alpha, Alpha, Schupidupi, dieser Code ist voll der Hammer. Obwohl, nein, stopp, das waren die Abbruchcodes. Was murmelst du denn da? Jetzt hab ich's. Alpha, Beta, Schnuppel, Wuppel. Gut gemacht. Du hast die Selbstzerstörung aktiviert. Super. Ah, ich bin ein Genie. Du hast grandiose 30 Sekunden Zeit, um Elysium zu evakuieren. Wenn ich Daumen hätte, würde ich sie jetzt drücken. Okay, das ist krass. Zum Glück weiß ich, dass du das nicht durchziehst. Na los, schalte das ab. Dumm, ich sehe dich nicht den Fahrstuhl anhalten. Okay, du hast gewonnen. Ich warte hier unten auf dich. Und nun, Abbruch. Nichts leichter als das. Das werden wir gleich haben. Noch 20 Sekunden! Alpha, Beta, Epsilon! Nee, wie war das?
schnell. Ich fing mit Alpha an. Ich hab doch schon gesagt, dass ich hier bleibe. Hetz mich nicht. 10 Sekunden. Oh mein Gott. Gauer, irgendwas ist voll der Burner. Der Hammer. Du sagst es. 5, 4. Ja, ich weiß. 3, 2. Oh Gott. Cletus? Nein, warte. Du bist... Wer zum Henkel bist du? Niemand Geringeres als deine Zukunft. Aber du kannst mich ruhig Rufus nennen. Eine tolle Zukunft habe ich da. Du hättest beinahe Elysium gesprengt. Auch nicht viel besser als das, was ihr mit Deponia vorhabt. Warte mal. Du bist Deponianer? Dann ist es wahr. Es gibt Leben auf Deponia. Ja, womit sich die Inspektionsreise wohl erübrigt hätte. Im Gegenteil. Deponia ist bewohnt. Ich muss es einfach sehen. Wozu? Du sprichst bereits mit der Crème de la Crème. Der Rest ist... Genau, wie Gerda. Noch ein Deponianer? Genug gesehen? Super. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, um die Ewigkeit zu genießen. Oder um den Teufelskreis zu durchbrechen. Ach, hier wird heute gar nichts mehr durchbrochen. Ich bin auf Elysium. Mit Goal. So, das lassen wir jetzt einfach mal so. Wovon redet ihr denn da? Wir sind in eine Zeitschleife geraten. Wenn wir nichts unternehmen, wird sich dieser Tag auf ewig wiederholen. Und das wäre schlimm. Schlechtes sein. Wow. Das klingt aufregend. Was können wir tun? Funzone? Nein, wir müssen nach Deponia. Yes! Dort steht mein Chronokar. Das ist die Quelle der Anomalie. Ein richtiges Abenteuer. Ist noch Zeit, mein Detektivset zu holen? Sag mal, was? Doch, wir gehen nirgendwo hin. Was war das? Das Hochboot. Tja, damit wäre das wohl entschieden. Aber... Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ohne überhaupt in die Nähe des Endes aller Tage zu kommen. Haha. So, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Tschö.